Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei The Walking Zombie 2. Wir sind unterwegs in einer größeren Tour, haben beim letzten Mal kleine Aufgaben gemacht und lange nach einem Schatz gesucht. Jetzt kümmern wir uns um den Mörder der Tänzerin. Doch vorher muss ich hier anscheinend noch was suchen. Oder so. Wie zum Beispiel diesen Schalter. Durchsuche den Geheimraum. Jetzt wäre ich ganz kurz schockiert. Kümmere dich um den Mörder der Tänzerin. Hallo, Murderer. Was willst du? Verschwinde oder ich töte dich. Beruhig dich, ich weiß von dem Mord in dem Club. Mord? Wovon sprichst du? Eine Kamera hat dich gefilmt. Verdammt, ich bin mir sicher, dass wir zu einer Übereinkunft können. Auf keinen Fall, du wirst zugrunde gehen. Ich lass dich gehen, aber lass dich hier nie wieder blicken. Ich hätte mit einer höheren Sprache noch irgendwas sagen können, aber wir kümmern uns um ihn. In Ordnung. Ich hätte mir nicht mal selbst schießen dürfen. Wie langweilig ist das denn? Wie antiklimatisch. Klimatisch? War das denn jetzt bitte? Aber gut, wir fahren weiter Richtung Kirche. Haben wir denn noch genug Platz im Inventar? Ja, locker. Also weiter geht's. Jetzt müssen wir noch die Date-Vorbereitungen für die Chica war das, oder? Ich glaube, Chica hieß sie machen. Und dann können wir zurückgehen, ganz viele XP sammeln. Finde den Wein. Gut, dass sie sowieso schon da war. Ich hätte eigentlich nur noch die Treppe hochgehen müssen. Aber in Ordnung. Ach, der wieder. Die nervigsten Charaktere in dem Spiel. Ah, ich finde das immer gut, wenn das parallel geht. Wenn die so in der Reihe stehen, kriegen mehrere Damage von den Schüssen. Und man spart ein bisschen Munition. So, keine Falle, okay. Das soll der gute Wein sein. Finde die Kerzen. Normalerweise ist hier aber auch häufig noch ein Safe, den man mitnehmen kann. Anscheinend jetzt nicht. Schade, ich hätte ja noch ein bisschen was geklaut. Sorry. Ich mag es nicht, angekotzt zu werden. Schon gar nicht von ihnen. Auch wenn sie an... Ja, sie sind kein Profi. So, wieder in die Kirche. Da waren wir zwar auch erst, aber gut. Und wir haben mal wieder ein paar Crawler. Ein paar crawlende Damen sind wieder unterwegs. Die kennen wir ja sonst auch selten. Und wieder in den Untergrund. Da komme ich doch erst her. Ich habe ein Déjà-vu. Als wäre ich erst hier gewesen. Hat er sich jetzt selbst getötet? Wie ist der Zombie-Vertag draufgegangen? Ich habe ihn noch gar nicht mehr angegriffen. Naja, man kann nicht alles haben. Solange mir der Tod angerechnet wurde, ist ja alles in Ordnung. Und wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen diese Decke klauen. Super Sache. Die Date-Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir können jetzt wieder zurück in die Stadt fahren. Möchten nichts von dem Sonderangebot haben. Aber weil ich sowieso zurückkam, würde ich sagen, gehen wir mal hier hin, holen uns ganz schnell einmal stellen wir uns der Begegnung und dann holen wir uns unsere kostenlose Munition und das eine
Verbandsmaterial. Wenn wir sowieso hier sind, wieder ein Haufen Kacke. Das ist die Begegnung. Ist da irgendwas drin? Nein. Ja, sensationell. Vielen Dank dafür. Ich muss den ersten Klo fertig machen. Oh, wir haben hier noch was. Standort der Fabrik? Wir haben eine Aufgabe hier hinten. Ja, auf dann. Dann machen wir das doch. Wenn wir sowieso Benzin haben, dann nehmen wir das doch gerne mit. Und dann kann ich zurück in Springfield sein. Zerstöre alle heranströmenden Zombies. In Ordnung, mache ich. Und dann kann ich in Springfield beim Händler meine Sachen verkaufen. Ich meine, die sind ja auch alle kein Problem. Und die schaden sich auch gegenseitig, wenn er kotzt. Und anschließend brauchen wir die Karte der alten Fabrik. Ach ja, hier hinten im Archiv. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Da kommen Erinnerungen hoch. Hallo. Ich glaube, wir sollten hier eher mit der AK rangehen. Ich meine, der Punker trifft eh nicht. Hi. So machen wir es ganz gemütlich. Aufpassen, dass hier keine Fallen sind. Haben wir auch schon häufiger gesehen. Gut, auf geht's. Oh, wir müssen hacken. Meisterhacker. Der Computer wurde zerstört. Natürlich. So, ganz kurz mal ein bisschen warten. Hatte ich jetzt eigentlich das Berserkertum mitgenommen? Beim letzten Mal? Tja, Pech gehabt, was? Hier ist sonst auch nichts mehr. Der nächste Hackerangriff. Ich bin ein Meister. Die Karte befindet sich im Keller. So. Bevor wir hier allerdings irgendwie Probleme haben, essen wir erstmal ein bisschen was, auch um den Platz im Inventar ein bisschen zu verbessern. Und was ich nehmen wollte, waren die hier. Jetzt regenerieren wir nämlich schön. Ich glaube von ihm, wenn ich direkt bei ihm in der Nähe bin, ist es viel besser. Weil er dann weniger Schaden machen kann, als wenn er mit der Granate wirft.
Hi. Guten Tag. Moment. Tschüss. So, wir sind wieder ausgerüstet mit Munition. Wir sind bereit und können Müll wegtreten. Und weiter runter in den Keller. Hi. Tja, du musst schon um die Ecke gehen, mein Freund. Dabei, dass du ein Bandenchef sein willst, hast du nicht gerade genug Krebs, oder? Sedam, öffne dich. Hi. Das hast du schön aufgefahren mit deinem Gesicht. Sollte man zwar nicht unbedingt machen, aber in Ordnung. Immerhin stellen sie sich nicht sehr intelligent an. So, wenn ich nachgeladen habe, gehe ich wieder in den Nahkampf. Weil da ist meine Shotgun natürlich klar besser. Sorry, mein Freund. Auch wenn wir beide mit derselben Art von Waffe hantieren, ich gehe damit besser um. Kuckuck. Das war unhöflich. Ich habe nur Kuckuck gesagt. Aber wir haben die Karte. Und können jetzt auf jeden Fall zurück erstmal nach Springfield gehen. Um nämlich unsere kostenlosen Sachen einzusammeln. Das bisschen Munition. Und den einen Verband. Und dann beim Händler eben alles schön verkaufen. Dankeschön und Dankeschön. Ansonsten haben wir hier alles aufgeräumt. Keiner will mehr was von uns, nachdem wir den Bürgermeister losgeworden sind. Alles verkaufen. Und ich würde sagen, wir können auch den Kram verkaufen. So, was hast du denn im Angebot? Munition nehme ich gerne mit. Ich habe relativ viel investiert. Munition, dementsprechend reinvestieren wir direkt das Geld wieder. Und wenn wir jetzt zurückfahren, machen wir dasselbe auch nochmal in der City of the Sun. Allerdings dort natürlich, nachdem wir uns die ganzen XP gesammelt haben. Und Level aufgewertet haben beim Verkaufen oder Handeln. Gut, wir fangen bei Blue Gang an, weil wir ja eh da unten drin sind. Da freuen sich dann alle. Und sie geben uns neue Aufträge. So, Chica. Alles bereit? Also, wo gehen wir hin? Das ist eine Überraschung. Wir haben ein Date? Wusste ich nicht. Big M. Quest ist abgeschlossen. Chica hatte recht. Du hast das Potenzial, große Dinge zu erreichen. Komm her, ich bring dir etwas bei. Schloss Knacken plus 1 oder Handel? Dann nehme ich Handel. Wir haben die Fabrik gefunden, aber da muss aufgeräumt werden. Nimm jemanden mit, der dir dabei hilft. Alles klar. Shade. Quest abgeschlossen. Hudaba, du hast eine Belohnung verdient. Hier, such dir etwas aus. Geld, Munition oder Granaten? Ich habe keine Waffe für die Munition, also nehme ich das Geld. Dankeschön, Kollege. Und nun geht's weiter zu Postman, der sich schon freuen wird, mich zu sehen. Hoffe ich doch. Ja, kein Problem gehabt. Vielen Dank für alles. Frag Pauli, ob er etwas über die Schlitzer weiß.
Oder frag Phoebe. Sie kennt dieses Gebiet ziemlich gut. Hier hast du eine Belohnung für deine Arbeit. Ach, ich nehme Geld. Weil ich das direkt alles reinvestieren kann. Da hinten ist Paul. Gehen wir erstmal zu Paul. Der wartet schon so auf mich. Hallo Paul, was geht? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Hast du etwas Kleingeld für mich? Bitteschön. Was brauchst du? Kannst du mir etwas über eine Gruppe sagen, die als Schlitzer bezeichnet wird? Oder über die vermissten Wissenschaftler aus der Forschungsstation? Ich kenne die Schlitzer. Ich habe sie ein paar Mal beim Friedhof gesehen. Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich dort auch Wissenschaftler gesehen habe. Und wo hast du die Schlitzer gesehen? Ich werde dir mehr darüber erzählen, aber kannst du mir nicht erst etwas helfen? Ja, muss ich ja, oder? Ich habe meine Lieblingsspitzhacke und eine Flasche Alkohol beim Dampf verloren. Finde sie bitte für mich. Mach ich. Und wir können angeblich auch mit Phoebe reden. Hallo Phoebe. Noch ein Besucher. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit für dich. Okay, tschüss. So, jetzt sammeln wir erstmal ein paar XP ein. Und dann wird gehandelt. Nämlich jetzt. Nein, danke. Ich möchte kein Chuck Norris Paket haben. Naja, immerhin. Ein paar Fertigkeitenpunkte, 6 Stück an der Zahl. Wir gehen den Handel auf 80 und machen Heilen auf 85. Damit sind die Zahlen ein bisschen schöner. Und ich hätte gern Munition und Munition. Dankeschön. Dasselbe hätte ich auch hier bei unserem Händlerfreund. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal rum. Schauen mal, wie auf der Karte das Ganze verteilt ist. Zack, zack. Das ist zu teuer. Und jetzt räumen wir erstmal wieder ein bisschen aus. Eine Granate, was zu essen. Munition, Munition, Munition. Die brauchen wir nicht. Ah doch, ich habe eine Waffe dafür. Die Laserpistole. Wir haben ein Waffen-Upgrade. Habe ich die bei jeder Waffe? Theoretisch. Ich kann einfach nur die Farbe oder so ändern. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht wirklich. So, wir sind bisher die Zähne bewaffnet. Und ich würde sagen, wir fahren dann gleich wieder weiter. Wo geht's zuerst hin? Ja komm, über die verlassene Fabrik, den Damen zur Kirche wieder zurück. Haben wir hier ein kleines Quadrat, wo wir uns bewegen. Und zunächst einmal heißt es wieder eine Säuberungsaktion. Das klingt nach Zombie-Spaß. Wenn ich das mal so sagen darf. Der war schlecht, die Schüsse. Auf Wiedersehen. Wir haben da hinten einen Großen, der sich freuen wird, uns zu sehen. Die Hunde will ich noch nicht alle auf mich aufmerksam machen. Lieber einen nach den anderen. Weil auch wenn sie nicht so gefährlich sind, gemeinsam sind sie stark. Naja. Hauptsache, ich habe sie entschärft. Du bist ein bisschen verwirrt, kann das sein? Und dann sehe ich lauter vereinzelte Zombies. Ach, das war doch hier hinten die Ecke, wo die Sandwürmer waren beim letzten Mal. Hallo. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ein Zombie fehlt dann noch, nachdem ich den hier habe. Die Frage ist, wo versteckt er sich? Ah, da. Dafür, dass du so groß bist, hast du dich echt gut verstecken können. Sorry, sie nerven mich.
Schaltet den Strom ein. Was der Strom allerdings bewirkt, seht ihr erst beim nächsten Mal. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffentlich seid ihr wieder dabei, wenn es weitergeht bei The Walking Zombie 2. Und dann seht ihr, was sich hinter dieser Tür befindet. Bis dahin, schönen Tag und auf Wiedersehen.